Nanu, Fremde sind hier selten. Was verschlägt euch denn nach Eastpool? Wir sind auf der Suche nach einem Träger. Ein älterer Herr aus Rosalith. Ach, du meinst sicher den Mann, der immer am Brunnen sitzt, oder? Ja, genau. Aber wenn ich fragen darf, woher kennt ihr ihn denn? Stammt ihr etwa auch aus Rosalith? Tun wir. Warum? Das freut mich jetzt aber. Ich nämlich auch. Ich bin an der Marktstraße groß geworden. Und wenn Lord Elwyn noch leben würde, wäre ich wohl heute noch dort. Doch unter Annabella hat sich alles geändert. Auspeitschungen und Vertreibung. Höhere Abgaben, obwohl die Fäule uns um die Ernte gebracht hat. Oh, ich bin schon ruhig. Ihr wisst das ja alles selbst. Tut mir leid. Und euren Träger habe ich auch nicht gesehen. Aber er kann nicht weit sein. Er kommt jeden Tag hier, als würde er auf etwas warten. Dann hören wir uns weiter um. Danke. Guten Tag, werte Dame. Was kann ich für euch tun? Wir suchen einen Träger. Ein älterer Herr, der einst den Rossfields gedient hat. Kennt ihr ihn? Ah, der schräge Kauz. Tja, wo steckt er heute wohl? Dabei ist er um diese Zeit immer hier am Brunnen und kocht für seine Fantasiebankette. Wie bitte? Ach, damals in Rosalith war er in der Schlossküche beschäftigt. Er denkt, das wäre er immer noch. Ständig redet der arme Irre mit Großherzog Erwin. Gefangen in seiner Traumwelt. Aber lieber dort als hier, denke ich mir. Ich kann mir nicht vorstellen, wie der Kaiser freundliche Worte mit einem Träger wechselt. Ihr etwa? Nein. Jedenfalls muss er hier irgendwo sein. Seine müden Beine tragen ihn nicht mehr weit. Danke. Wir suchen weiter. Hey, wartet mal kurz. Ich denke, Patrick, der Chocobo-Pfleger, könnte wissen, wo er ist. Neben Chocobos kümmert er sich auch um den alten Kauz. Am besten ihr redet mit ihm. Er ist sicher am Unterstand. Patrick, der Chocobo-Pfleger. Sehr gut. Danke. Vielen Dank, Jill. Dass du für mich mit diesen Leuten redest. Versteht sich von selbst. Wir wollen doch nicht auffallen. Komm jetzt. Suchen wir Patrick. Wo könnte er nur hingegangen sein? Entschuldige, aber suchst du jemanden? Ja, diesen Träger, um den ich mich kümmere. Ich habe ihn nur eine Sekunde allein gelassen und jetzt ist er weg. Er ist weder an seinem Lieblingsplatz am Brunnen noch sonst wo im Dorf. Dann bist du sicher Patrick. Bin ich? Warum? Dieser Träger, nach dem du suchst, ist ein älterer Herr, der früher in der Schlossküche gearbeitet hat, richtig? Ganz genau. Woher weißt du das alles? Ich habe dich hier noch nie in Eastpool gesehen. Sag schon, kannst du etwa hell sehen oder was? Ah, jetzt verstehe ich. Na dann, wenn unser Dorfrat euch darum gebeten hat, nehme ich eure Hilfe gern an. In letzter Zeit ist er vollkommen verwirrt, sagt, dass er in der Schlossküche gebraucht wird und ihn bald jemand aus Rosalith abholt. Ich sollte lieber nach ihm sehen, damit ihm nichts passiert. Aber wenn er davonläuft, kann ich auch nichts machen. Such du hier. Wir werden uns derweil in der Umgebung umsehen. Danke. Ich stehe in eurer Schuld. Hoffentlich ist dem Mann nichts passiert. Ich bin mir sicher, wir finden ihn bald.
weitergegangen sein. Der Mann dort drüben. Das könnte er sein. Schnell zu ihm. Achtung. Erledigen wir diese Viecher. Und zwar schnell. In Ordnung. Wir haben dich gesucht, mein Freund. Komm, zurück ins Dorf. Majestät, endlich seid ihr hier. So lange habe ich gewartet, doch es war nicht vergebens. Nein, du verwechselst mich. Clive. Ja, verzeih meine späte Ankunft. Ich bitte euch. Tag für Tag betete ich zum Begründer und nun hat er meinen Flehen erhört. Also kehren wir zurück zum Schloss? Gibt es in der Küche noch Arbeit für mich? Nein, mein Freund. Wir kehren nicht zum Schloss zurück. Noch nicht. Ich befinde mich auf einer wichtigen Reise. Sie wird noch ein wenig dauern. Darum bleib bitte in Eastpool, bis ich zurückkehre. Ich komme dich dann holen. Versprochen. Eure Majestät, auf euch würde ich sogar bis an mein Lebensende warten. Ich danke euch beiden für eure Herzensgüte. Seine Erinnerungen an die Tage im Schloss sind sein einziger Trost. Und ihr habt sie durch das Treffen mit ihm wieder aufleben lassen. Er wird wohl nie wieder klar im Kopf. Dafür ist er in seiner Fantasiewelt glücklicher als hier. Die Fäule wirft ihre Schatten. Die Ernte bleibt aus und immer mehr Menschen flüchten. Wenn Lady Hannah in ihrer Güte nicht all ihre Besitztümer verkauft und für das Geld Lebensmittel besorgt hätte, wären wir übrigen hier schon verhungert. Natürlich wollen wir den Trägern hier weiterhin eine Zuflucht bieten, aber wenn nicht bald ein Wunder geschieht, dann werden wir nicht mal mehr in der Lage sein, ihnen einen Kantenbrot zu geben. Ist es wirklich schon so schlimm? Leider. Ich habe sogar schon die Kaiserlichen gebeten, die Träger zu holen. Doch als sie gehört haben, woher die Träger kommen, haben sie uns regelrecht ins Gesicht gespuckt. Meinten, auf herzogliche Hunde könnten sie verzichten. Ich kenne da jemanden. Er würde alle Träger hier bei sich aufnehmen. Sein Name ist Cid. Ich rede mit ihm, sobald ich vom Phönixtor zurück bin. Danke, Milord. Führt euer Weg zurück erneut durch Eastpool? Ich würde gern noch etwas mehr mit euch reden, wenn ihr etwas Zeit habt. Über die Zukunft des Dorfes.
und ob wir etwas für Lady Hannah tun können, nach all den Opfern, die sie gebracht hat. Natürlich. Ich komme vorbei. Gebt Acht, Milord, Milady. Habt eine sichere Reise. Darum heißt es das Tote Land. Ich wusste nicht, dass es so nah ist. Kein Wunder, dass die Ernte ausfällt. Die Fäule saugt den Äther aus dem Boden. Und wenn er versiegt, werden ihre Felder so aussehen. Keine Pflanzen, keine Tiere, kein Leben. Aber auch keine Bestien. Das ist das einzig Gute. Was ist das? Auch ein Relikt der Gefallenen? Wir werden hier keine Magie wirken können. Noch ein Grund zur Sorge. Als ob es ohne Äther nicht genug Probleme gäbe. Er haucht ihm das Leben ein. Ohne ihn bleibt nur noch das. Ich kann mir kaum vorstellen, wie dieser Ort vor der Fäule einmal ausgesehen hat. Ich weiß es noch. Es war wunderschön. Da ist es. Das Phönixtor. Wo alles seinen Lauf nahm. Komm, Clive. Zeit, die Wahrheit herauszufinden.
fast, als wäre die Zeit stehen geblieben. Es hatte wohl niemand einen Grund zurückzukehren. Nein. Genau wie ich's verlassen habe. Sehen wir uns um. Ich wollte nie... Natürlich nicht. Was ist Torgal? Clive! Das ist er. Er ist der Schlüssel zu allem. Ich muss ihm nach. Er muss doch hier sein. Verdammt! Er ist wieder entwischt. Wo sind wir eigentlich? Ist das ein Schrein? Entschuldige, du bist ja das erste Mal hier. Das ist die Halle des Tors. Des Tors? Ein Relikt der Gefallenen. Nur der Phönix kann es öffnen. Daher der Name der Burg. Hier hätte Joshua damals... Ja. Hinter diesem Tor hätte er die Worte unserer Vorfahren vernehmen sollen. In deiner Begleitung? Nein. Das Apoditerium ist heilig. Nur der Dominus darf hinein. Ich und die anderen Schilde hätten hier gewacht und für seine sichere Rückkehr gebetet. Wo könnte er nur sein? Vielleicht da drin. Nicht möglich. Nicht ohne die Kraft des Phönix. Du wirklich? Absolut. Würde ich es nicht nennen. Es ist, als wäre es
erst gestern erbaut worden. Es ist noch größer, als ich dachte. Der ganze Ort lebt. So müssen die Ruinen vor dem Fall ausgesehen haben. Sicher viel einstecken. Und verschwinden.
Was sie auch sind, sie sehen gefährlich aus. Joshua all das auch durchmachen müssen? Nein. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Der Phönix wäre wohl herzlicher empfangen worden. Und weiter geht's. Wo landen wir wohl diesmal? Ich vermute wieder inmitten von Wesen, die es auf unser Leben abgesehen haben. Hat der Mann in der Robe auch diesen Weg genommen? Das wissen wir erst, wenn wir ihm bis zum Ende folgen. Komm, gehen wir weiter.
kommt etwas. Ich hab langsam genug. Nicht zu nah, Togger! Endlich. Was sind diese Kreaturen? Und warum greifen sie uns an? Wahrscheinlich fragen sie sich dasselbe. Wir sind hier eingedrungen. Und sie beschützen ihr Heim. Jill, dort. Ist das da etwa so eine Art Wandbild? Wir sollten es uns wohl genauer ansehen.
auf geht's. Zeig sie, Rosa! Nicht zu nahe, Torga! Du weißt, was zu tun ist. Dieser Ort hält wohl mehr Geheimnisse bereit, als wir dachten. Irgendwas bewirkt.
Also doch keine Sackgasse. Anscheinend nicht. In diesen Raum zu führen. Sieh nur, Clive. Was denkst du, wie alt das ist? 1000 Jahre? Mehr? Ich weiß nicht. So etwas habe ich noch nie gesehen. Wer ist wohl das in der Mitte? Eine Art Gott? Dominus des Feuers! Wer bist du? Zurück. Joshua! Aufhören! Bitte! Joshua hat auf mich gezählt. Er gab mir seinen Segen. Ich sollte über ihn wachen. Ihn an diesem Tag zu beschützen, war meine Pflicht. Clive! Joshua! Vergib mir. Ich flehe dich an. Er ist tot. Ich nahm ihm das Leben. Und ich gab jemand anders die Schuld. Ich wollte es nicht sehen. Vielleicht hatte ich Angst davor, dass ich mich komplett verlieren würde. Also lief ich davon, vor der Wahrheit. Und jetzt? Bist du bereit, dich ihr zu stellen? Ja. Es wird nicht einfach werden.
Aber ich muss es tun. Damit Joshuas Seele ihren Frieden finden kann. Gesicht! Angst stellen.
Verstehe. Du willst es also nachstellen. Zusammen. Ja. Stellen wir uns der Vergangenheit. Ein für alle Mal. Thank you.
Clive. Was ist los? Jill. Schon gut. Geht wieder. Ich jage keine Schatten mehr. Er scheint nicht hier zu sein. Lass uns gehen. Clive, geht es dir wirklich gut? Du kannst mit mir über alles reden. Ich sehe es jetzt so klar wie nie zuvor. Ich bin damals als Dominus erwacht. Genau an dieser Stelle. Und seitdem habe ich es verdrängt. Aber jetzt erkenne ich mich, wer ich wirklich bin. Die zweite Esper des Feuers, die meinen Bruder getötet und diese Burg zu Boden gebrannt hat, bin ich. Ifrit. Clive. Ich habe so viele Leben genommen und noch mehr zerstört, auch deins. Ich werde für alle meine Verbrechen noch büßen. Doch erst, wenn ich alles weiß. Warum gibt es eine zweite Esper des Feuers? Und warum bin ich ihr Dominus? Wer ist dieser Mann in der Robe? Und was will er? Ich muss es wissen. Ich werde nicht ruhen, bis ich alle Antworten habe. Wir werden sie finden, du und ich. Ich will das auch alles wissen. Deiner Buße stellen wir uns später, gemeinsam. Danke, dass du das sagst. Ich könnte das alles nicht ohne dich. Du blickst der Wahrheit ins Gesicht. Mit offenen Augen. Du hast dich nicht verändert. Nein, Clive. Das ist nicht wahr. Aber ich muss wieder zu mir zurückfinden. Meine Taten waren unverzeihlich. Und doch haben sie uns wieder vereint. Danke, Jill. Wenn er hier ist, dann war das, was ich im Kerr gespürt habe, wie fatal. Es bleibt nicht viel Zeit. Das war, oder du wirst diesen Raum nicht verlassen. Der Bote hat... Er hat gesagt, dass Sid ihn bezahlt hat. Ah! Ah! Ah!
Straße deine Sippe ihr Unwesen treiben und so willst du dich bedanken? Suche und finde ihn! Ich zerquetsche ihn, häute ihn, reiß ihm sein Herz raus, ihm und seiner verdammten Brut! Jeder einzelne von ihnen wird dafür bezahlen. Raus! Raus! Ja, Milord. Und, wohin jetzt? Zurück nach Eastpool. Ich muss noch einmal mit dem Dorfrat sprechen. Unter anderem über Lady Hannah. Ich weiß, dass sie bleiben will. Aber ich glaube, dass sie bei Sid sicherer wäre. Das stimmt. Wir sollten ein Treffen arrangieren.